Hallo allerseits und willkommen zum Rennen hier in Melbourne. Wir nehmen Platz im McLaren Mercedes bei herrlichstem Sonnenschein. Das Qualifying liegt hinter uns und wir haben Platz 2 eingefahren, auch wenn ihr es erst... Upsa, mein Lenkrad war noch nach rechts, deswegen hat er gerade hier die Sicht geändert. Ich gehe mal wieder zurück. Wir sind auf Platz 2 vorgekommen. Ja, Lewis Hamilton steht nicht auf der Pole. Wir können ja mal kurz nachschauen. Nico Rosberg, Timo Glock, die doppeldeutsche Reihe Nummer 1. Ja, das freie Training lief schon nicht schlecht, das Qualifying auch nicht, aber wir müssen einfach schauen, dass wir den Rennrhythmus finden. Und das ist nämlich genau die Schwierigkeit. Deswegen fahre ich auch nicht auf Legende, auf eine schnelle Runde, sofern ich sie hinbekomme, also wirklich fehlerfrei hinbekomme, kann ich schon sehr weit oben landen. Aber wenn die Reifen abbauen oder wenn ich einfach meinen Rhythmus nicht finde, kann es sehr schnell vorbei sein. Deswegen würde ich auch sagen, wenn ich den Schwierigkeitsgrad hochstelle, dann müsste ich schon wirklich sehr konstant fahren, das immer da vorne. Dann wäre es an der Zeit, würde ich sagen. Ich bekomme es vielleicht gerade so hin, wenn ich gerade nicht aufnehme. Nur so viel dazu. Ja, gehe ich mal auf die Startaufstellung ein. Vettel und Alonso in umgedrehter Reihenfolge. Also erst Alonso, dann Vettel folgen uns. Danny Ricciardo, die beiden finden mal wieder. Die müssen aber auch jedes Mal zusammenstehen. Dann Felipe Massa, Nico Hülkenberg und Jenson Button auf Platz 10. Wir haben schon mal das Qualifying-Duell gegen ihn gewonnen und Lewis Hamilton hat eine Strafe bekommen. Ich schätze mal, er war das, der im Qualifying da im Kiespit stand. Dann hat er noch 20 Plätze nach hinten bekommen. Eigentlich wieder Platz 42, ähnlich wie in Österreich in der letzten Saison. Aber naja, und ich habe es schon gesehen, wir sollen Erste werden. Also, Jungs, ihr habt doch einen Vogel. Klar, wir hatten ein ziemlich gutes Qualifying, aber dann Platz 1 zu erwarten, naja. Ja, das Wetter habe ich euch noch nicht gezeigt. Kein Prozent Regen. Sieht gut aus. Das Setup können wir sowieso nicht mehr ändern. Damit bin ich auch soweit zufrieden. Dann gehen wir mal, ja hier, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte auf die Reifen gehen, aber schon mal 1:0 für uns. Dann gehen wir mal auf die Rennstrategie. Härtere Reifen dann. Also das habe ich ja die letzten drei Rennen gefahren. Also weich, hart und weich. In den in Sochi, nein, in Austin und in Brasilien ging das ja soweit gut. Obwohl Brasilien, da habe ich ja von den Weichen gleich auf die Intermediates gezogen. Aber ich glaube, ich fahre diesmal eine andere Strategie. Ich werde jetzt zweimal weich nehmen und dann einmal hart. Also erst zweimal soft und dann einmal medium zum Schluss, wenn die Strecke am meisten Grip hat und der Wagen am leichtesten ist. Kleine Sprachprobleme wieder am Rande. Da müssen wir aber nochmal arbeiten. Wir sind eine Runde mit dem Reifen gefahren. In Q2 dann Runde 8. Wie lange können wir denn jetzt fahren? Also wir fahren 29 Runden, dann können wir damit 9 fahren. Dann müsste es ja eigentlich Runde 21 sein. Dann meckert aber rum, weil die Reifen vom ersten Boxenstopp abgefahren sind. Ja, klar. Die härteren können wir ja länger benutzen. Ja, ich war jetzt von den Weichen ausgegangen, dass wir die jetzt beim zweiten Stop aufziehen. Das wäre falsch. 9 Runden, also in Runde 19. Nö. Ich schau mal. Mit den härteren Reifen fahren wir dann 10 Runden bloß. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe eigentlich nicht vor, 12 Runden auf den weicheren zu fahren. Die Reifen werden des ersten Boxenstops werden abgefahren sein. Ugh. Also 8, Runde 8, dann halten. Wie lange würden die denn halten? Ja, bis Runde 9, aber ich mache 8. Dann können wir eigentlich Runde 10 draus machen. Also Runde 17 müssen wir dann rein. Dann mit den härteren 12 Runden, 13 Runden, das sollte klappen. Das sollte klappen. Gut. Sonst noch was? Das war's eigentlich. Dann gehen wir gleich mal zum Rennen. Ich werde mal kurz die Sitzposition überprüfen, weil die passt noch nicht. Und natürlich, ein Schluck darf nicht fehlen. Ich darf hier erst wieder in ein paar Runden was trinken. Und irgendwie sind die F1 Let's Plays dann deutlich anspruchsvoller. Flüssigkeitsverlust, ja. Wer kennt das nicht beim Rennfahren, ne? Nun gut, dann mal ab ins Rennen. Irgendwie klingt der Sound ganz schön laut. Aber ich werde mal rausgehen. Die Einstellung habe ich soweit überprüft. Nein, habe ich nicht. Fällt mir gerade ein. Mir fällt gerade ein, ich habe da was übersehen. Ich habe nämlich gerade nochmal den Rechner neu gestartet, nachdem ich
doch einiges gerendert habe an Videomaterial. Und da habe ich gerade einen Schritt vor dem anderen gemacht. Deswegen werde ich mal kurz eine Pause hier einlegen, nachdem wir uns das hier mal angeschaut haben. Nico Rosberg. Ja, und dann kommen schon wir. Ich wünsche euch mal ein schönes Rennen. Und gleich gibt es erstmal einen kleinen Cut. Und da... was? Da bin ich auch schon wieder. Ja, das ist deutlich besser. Ansonsten spreche ich vielleicht zu laut und dann klingt das in der Soundaufnahme ziemlich blöd. Der erste Start. Naja, mittelprächtig. Brr. Fährt der Nico hier aber langsam. Und wieder zu erwarten Platz 1, wie wir es schon in Brasilien hatten, weil die KI beim Start langsamer ist. Ist aber gut, da kann ich wieder das Tempo etwas vorgehen, mir das Rennen etwas besser einteilen. Ob wir wirklich um das Podium mitfahren können, das muss ich einfach zeigen. Also ich bin da noch wirklich skeptisch. Eben wegen den abgenutzten Reifen, mit denen ich dann nicht so gut zurechtkomme. Und eben alles Weitere. Okay, mir blockiert die Hinterachse. Dann bremsen und nach vorne damit. Also mit der Bremsbalance. Mit dem Bremsen nach vorne, ja. Zwei haben wir hinten und zwei vorne. Das ist schon soweit klar. Aber ihr hättet auch so schon gewusst, was ich meine. Ihr seid ja auch schon erfahren in diesem Spiel und überhaupt. Ja, Alonso hat Rosberg überholt und die beiden folgen uns auch. Ganz gut. Und dahinter ist eine kleine Lücke. Wo ist eigentlich Jensen Button? Zeigt er uns jetzt noch nicht an, weil er noch nicht über die Linie ist. Aber auch so möchte uns der Computer das nicht anzeigen. Naja, ich sollte mich ja sowieso erstmal auf mein eigenes Rennen konzentrieren. Und dann zum Rennende schauen, was mit Button und unserer Teamwertung ist. Hier bin ich etwas zu weit rausgefahren. Hui. Das erste Saisonrennen, damals noch im Sauber, sind wir noch auf 25% gefahren. Jetzt haben wir die 29 Runden hier auf dem Schirm. Ja, so einen minimalen Vorsprung kann ich rausfahren, aber auch nur, weil Alonso und Rosberg sich kabbeln und dadurch eben aufhalten. Und so einen richtigen Schnitzer hatte ich bisher noch nicht drin. In der zweiten Runde. Ja, was für ein Erfolg. Aber speziell mit den härteren oder eben, wie gesagt, gegen Ende des Stints wird es dann richtig hart werden, schätze ich. Ich kenne ja meine eigenen Probleme, die ich so habe mit meinem Fahrstil. Na, jetzt kommen die schon näher, aber hinter den beiden ist, wie gesagt, eine deutlich größere Lücke. Jetzt gibt es gleich DRS, aber dann erst im nächsten Umlauf, weil der Messpunkt für diese Zone, die jetzt kommt, wird schon mit vor der letzten Kurve gemessen. Oh, schnellste Rennrunde hatten wir. Und ich möchte dir auch nochmal dran erinnern, dass Magnussen und Button ja das Treppchen soweit eingefahren haben im ersten Saisonrennen 2014, ja. Nicht, dass jener kommt und sagt, ey, langweilig hier vorne wegfahren. Aber das wird sich auch von Strecke zu Strecke unterscheiden. Also ich schätze mal, in Ungarn könnte es schwieriger werden, denn die Strecke liegt mir nicht ganz so. Aber mal schauen, wie sie dem Wagen da liegt. Ist ja sowieso noch ein sehr weites Stück. Und wie gesagt, es ist wirklich von Vorteil, dass die hinten sich bekriegen. Fernando Alonso und Nico Rosberg. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Okay, werde ich mal schauen, aber die Hinterreifen nutzen mal wieder deutlich ab. Gut, wir hatten sie ja schon im Qualifying auf. Oh, Piecepad. Ja, genau.
noch vom Gas gegangen, aber das hat nichts mehr genützt. Jetzt sind die dran, jetzt können die DRS verwenden. Da bin ich vorsichtshalber mal in den fünften Gang gegangen, ja, weil die Hinterreifen dreckig waren. Rosberg in den nächsten drei Runden, habe ich noch gehört, und jetzt habe ich mal die Kurve hier verpasst. Ja, Kimi kann nicht so wirklich mit Schritt halten. Der verursacht da die Lücke. Na, was ist denn gerade los? Alonso kommt ran. Aber hier noch nicht so wirklich zum Überholen. Ist auch wirklich sehr kurz, das Stück hier. Ja, jetzt sind natürlich noch die Reifen dreckig. Und beide sind dran. Überholt Rosberg jetzt Alonso? Na, wieder die linke Partie schmutzig gefahren. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zusehen, dass ich meinen Rhythmus finde, den ich ja gerade eigentlich schon gefunden habe. Dazu hier nicht zu weit rausfahren. Na, Alonso dürfte noch zu weit weg sein, auch wenn er jetzt DRS verwenden kann. Das Rennen ist noch lang und wir haben noch wirklich sehr viel zu überstehen. Wieder eine kleine Lücke, ganz gut als Polster. Aktuell sogar auf Bestzeitkurs. Okay, sind wir schon mal über dieser einen ominösen Sekunde. Aber was sagen die Reifen? Das ist so jetzt gerade mein größtes Problem. Ja, könnte schon eng werden bald. Ja, zu weit außen angefahren. Hier kann man eigentlich so schön die Geschwindigkeit mitnehmen. Das war jetzt der erste Gang, das war auch Quatsch. Gut, dann werde ich mal zusehen, dass ich schon etwas Benzin spare und eben auch Reifen. Bestzeit. Okay, Alonso mit Standarddrehzahl haben wir gerade erfahren. Ja, Lewis Hamilton hat ein sehr interessantes Rennen. Der muss sich ja richtig nach vorne arbeiten. Vom allerletzten Platz hat er immerhin das stärkste Auto. Aber mit dem McLaren Mercedes haben wir auch ein sehr gutes Wägelchen, keine Frage. Ah Mann, das war jetzt sowas von unnötig, da die Reifen rechts dreckig zu fahren. Aber bisher halten wir uns ja ganz gut. So, nächste DRS-Zone, Runde 8 war der Boxenstopp, oder? Ich sehe es gerade nicht, ja doch, 8. Alonso kommt dir jede Runde ein Stückchen näher.
Ja, wir fahren auch eine Stufe in Sachen Benzingemisch unter ihm, wenn wir denn deiner Aussage von vorhin glauben können, lieber Herr Renningenieur. Ja, jetzt schlittern die Reifen schon deutlich öfters. Oder mehr. Na, zu weit raus, schade. Aber ich glaube, ich war gar nicht mal so schnell in dieser Kurve. Einfach die Reifen sind schon zu weit runter, also in Relation mit der Reifenabnutzung. Da war ich zu schnell. Und hier wieder unnötig im Dreck. Und hier eher abgekürzt. Jetzt kommt's aber auch zusammen. Nächste Runde wäre Boxenstopp. Mal schauen, ob ich da schon reinfahre, denn bisher fährt sich das noch ganz gut. Das Blöde ist bloß, wir könnten dann bloß covern, wenn die jetzt in die Box kommen. Also wenn die jetzt reinkommen würden, nur mal als Beispiel, dann müssten wir erst in der nächsten Runde, also könnten wir erst in der nächsten Runde reagieren. Oh, jetzt kommt er ran. Und dann würden die eine Runde mit schnellerer Rundenzeit fahren. Und das ist eben das Problem. Deswegen kann ich hier eigentlich gar nicht so sehr taktieren an erster Stelle. Oh, da ist jemand zu weit gefahren. Der wäre mir beinahe ins Heck gerauscht. Wie laut das auf einmal hinter mir wurde. War das Alonso? Der hat das, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Oben war Alonso und Rosberg, die sind noch direkt hinter uns. Immer noch? Oder haben wir so viel Vorsprung, also wir die ersten drei auf den vierten, dass Alonso da immer noch Dritter ist? Oh, ich habe schon in den Rückspiegel leicht geschaut und habe ich gesehen, hui, da kommt er mit viel zu viel Überschuss angerauscht. Da hat er sich vertan, der gute Spanier. Ha, wie wir. Ich werde jetzt reinkommen, die Reifen sehen nicht so besonders aus und hier vorne riskiere ich das einfach nicht. Ja, Alonso hat 3,6 Sekunden Rückstand. Und Nico Rosberg, also ein Mercedes, habe ich schon im Rückspiegel gesehen. Und der ist jetzt auch wirklich dran. Aber wir kommen jetzt rein, mal schauen, ob er auch reinkommt. Nein, er fährt noch eine Runde. Das wird interessant. Sind wir die Einzigen, die jetzt reingehen? Nein, da vorne steht schon eine Ferrari-Crew. Okay, erster Boxenstopp. Jetzt wird es interessant. Müssen wir jetzt anhalten wegen Unsafe Release? Nein, müssen wir nicht. Der übliche 3,7 Boxenstopp, wenn alles klar geht. Da ist Jenson Button aktuell Fünfter. Aber wir haben schon einen Boxenstopp hinter uns. Gut, kein Verkehr, wurde uns gesagt. Dann sollten wir den Vorsprung auf Rosberg ausbauen können. Oder er, wenn er jetzt freie Fahrt hat. Und das so sehr umsetzen kann. Bin ich ja gleich mal gespannt. Okay, und 9,5 hinter Button. Oh. Da bin ich mal gespannt, wo gleich Nico Rosberg rauskommen wird. Etwas zu weit innen angefahren, deswegen habe ich hier nicht die beste Höchstgeschwindigkeit. Und wieder mal dreckige Reifen. Na, fährt sich aber gerade ziemlich seltsam, eben wegen diesem Dreck. Da wollte das Heck wieder mehr rum als der Rest. So, Button an der Box. Und da ganz vorne müsste Rosberg sein. Das da, was jetzt rauskommt. Aktuell vorbei.
aber er hat jetzt die schlechteren Reifen und eben den blöderen Winkel auf diese Kurve. Hey, der erste Platz gehört wieder uns. Aber verdammt, verdammt knapp. Und Rosberg hat jetzt niemanden mehr um sich, außer eben uns, wie Alonso vorhin. Jetzt kann er vollen Angriff fahren. Aktuell die schnellste Runde, aber wir wissen ja nicht, was Rosberg da hinter uns fährt. Was sagt das Benzin? Ja, plus eine Runde. Gut, freut mich. Na, wieder etwas Dreck aufgesammelt. Okay, dafür hat er noch einen ziemlich großen Rückstand. Noch. Der Wagen fährt sich aber auch gerade ganz schön gut. Gut, Rosberg. Keine schnellste Rennrunde. Oh, 6 Zehntel. Na gut, wir hatten ja auch Rosberg vorhin in der ersten Kurve ziemlich nah an uns. Oh, die erste Verwarnung. Sah jetzt an sich, als ich auf die Strecke geschaut habe, gar nicht so schlimm aus, aber ich habe nicht den genauen Blick auf die Reifen, also... Oh, Rosberg ist aber gerade ganz schön weit weg. Und der Poller muss auch dran glauben. Aber ich glaube, so richtig habe ich mich gerade auf die Strecke eingeschossen. Na gut, jetzt sage ich es wieder mal. Ganz schön verloren im letzten Sektor. Ja, hier muss man aufpassen, ansonsten kann es mal schnell links in der Bande von Pirelli enden. 1000stel langsamer als in der letzten Runde im ersten Sektor. Diesmal nicht abgekürzt, aber auch etwas weiter rausgefahren. Reifen schauen auch soweit noch gut aus. Sollte auch sein. Ja, das war wieder eher abgekürzt. Das habe ich jetzt auch selbst gesehen. Aber das Spiel meinte nein. Aber dabei liegt es falsch. Etwas weiter hier ausgeholt, aber war jetzt auch nicht so prickelnd, da entlang zu fahren. Nochmal deutlich verloren. Aber wir gewinnen auf Alonso ein ganzes Stück pro Runde. Muss ich vom Gas gehen.
Puh, es ist wirklich gerade ganz schön anspruchsvoll zu fahren. Wir haben noch 17 Runden zu gehen. Und das, obwohl wir keinen... Schon wieder? Also immer noch. Naja, behalten wir das mal im Auge. Na, die Kurve war wieder mal absolute Grütze. Ja, jetzt ist er auch dran, jetzt hat er auch DRS gleich. Die eine Runde haben wir noch über. Na, Reifen geht soweit. Alonso verliert auch weiter, auch wenn wir Fehler einbauen. Okay. Aber vielleicht hat er auch gerade zu kämpfen mit seinem Hintermann, sofern er den einen hat. Oh, da wollte das Heck wieder sehr deutlich rum. Fahre ich noch auf Fett? Nee, oder? Nee. Ja, merkt schon, er fährt auf Fett und ich habe hier ganz schön zu kämpfen, dass ich auch so gut vor ihm bleibe. Mich trägt es doch das ein oder andere Mal leicht auf die Wiese hinaus. Ja, jetzt ist er wieder am DRS-Fenster und ich habe jetzt dreckige Reifen. Ja, da heult der Motor auch wieder besonders auf. Oh, jetzt könnte es eng werden. So, einmal darf ich die Linie wechseln, das mache ich jetzt. Du lässt gegenüber Rosberg rund eine Sekunde pro Runde liegen. Ja, ich weiß, ich habe noch auf Fett. Merke ich hier gerade. Ja, ich nehme mal ganz stark an, dass Rosberg auf den Softreifen unterwegs ist. Aber ich merke es auch gerade wieder, wie die Reifen abbauen. Also ich schätze mal, wenn Rosberg freie Fahrt hätte, dann wäre er ganz gut vor uns. Also er könnte seinen Vorsprung auf uns ausbauen, aber... Er ist aktuell Zweiter. Damit muss er erstmal zurechtkommen. Und jetzt ist er wieder verdammt nah dran. Hier wird er uns jetzt nicht bekommen, dafür liegt er einfach zu weit hinten, auch wenn er jetzt DRS verwenden kann. Sprint sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln. Nein, ich möchte auf meine Reifmacht geben. Immer noch oder sagt ihr mir einfach nicht an, wenn er mal wieder auf Standard setzen sollte? Oh ja, die Reifen mal wieder. Runde 17, also in anderthalb Runden müssen wir rein. Zumindest ist es aktuell der Plan. Ja, das war Mist.
So, jetzt kommt er an. Ja, der klebt mir schon die ganze Zeit im Getriebe. Jetzt hat er wieder gerade etwas verloren. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. 13 Runden sind's noch. Ah, zweit. Oh, wow, wow. Ja, jetzt haben wir deutlich Zeit verloren. Okay, ich werde reinfahren. Die ist mir wieder genauso rot wie vor dem letzten Boxenstopp. Mal schauen, ob Rosberg wieder eine Runde länger fährt und ob er uns dann wieder davon fahren kann. Nein. Nein. Junge, nein. Wie oft noch? Aber er hört uns mal wieder. Nächsten zwei Runden, das wäre mir eindeutig zu lange. Bitte nächste Runde, spätestens. Er fährt noch eine Runde weiter, okay. Okay, wir sind gleich noch 12 Runden unterwegs und fahren jetzt mit den härteren. Ich hoffe, er war jetzt auch mit den weicheren unterwegs. Die härteren würden erklären, wenn er länger fahren würde. Oh, da vorne kommt jetzt Williams. Ja, wir haben einen guten Vorsprung auf die anderen, abgesehen eben von Rosberg. Alonso kommt jetzt erst über die Linie. Das waren, glaube ich, 12 Sekunden in etwa. Oh nein, im Verkehr kommen wir raus. Oh nein, 4 vor uns. Eieiei. Oh, oh, ob uns das mal nicht die Führung kostet. Oh, das war Button. Entschuldigung, Jensen. Scheiße. Nee, das war jetzt wirklich mein Fehler. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also, da muss ich mir jetzt wirklich gerade sehr an die eigene Nase fassen. Nicht nur, weil es der eigene Teamkollege war, sondern weil das einfach unnötig war. Ich habe gedacht, Button wäre vorbei, aber ich sollte da nicht so viel denken, sondern einfach mal schauen. Jetzt sollten wir schneller sein. Die haben vielleicht die weicheren, aber wir haben eben die neueren, frischeren, härteren Reifen drauf. Und auch die schmutzigeren. Aber Massa war ja gerade an der Box, weil Bottas vor uns ist. Wir haben ja einen Williams da vorne. Ja, also auf. Halten tut er uns jetzt noch nicht, aber wird er wohl gleich, wenn er jetzt nicht bald reinkommt. Na, ich glaube, der fährt jetzt selbst rein. Das müssen wir, glaube ich, nicht. Komm, fahrt alle rein. Nein, mein Bottas, die anderen beiden bekommen wir vielleicht jetzt noch gar nicht. Oh, und wir haben DRS bekommen, erstmalig in diesem Rennen hier. Rosberg fährt noch weiter, oder? Sieht so aus. So einen riesen Vorsprung hat er sich mit der einen Runde nicht rausgefahren. Der fährt noch weiter, ganz sicher. Ah, was ist denn gerade los hier? Hi, Vorsicht. Benzingemisch ist normal, okay. Und ich... Oh, wow, 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 nein, scheiße. Ja, da seht ihr mal, was passiert, wenn man auf der Wiese anbremst. Ich glaube, das kostet uns jetzt die Führung. Der fährt ja zwei Runden länger, aber allerdings auf den alten Reifen. Im Grunde müssten wir den Vorsprung ausbauen können, aber ich fahre gerade nicht allzu gut. Die fahren ja immer noch nicht rein. Ist Rosberg doch auf den härteren unterwegs? Oh, oh. Am Ende hat er jetzt so eine gute freie Fahrt, dass er das wirklich ummünzen kann.
Oh, da vorne ist jemand drin. Wer ist das? Vettel? Nee, Rosberg ist noch Erster. Rosberg hat mit Sicherheit die härteren Reifen, dann wird das jetzt besonders schwierig für uns. Wenn er dann zum Boxenstopp reinkommt, dann hat er die weicheren, schätze ich jetzt einfach mal. Ah, was mache ich denn gerade hier? Konzentration. Eigenmotivation mal wieder. Zwei Runden haben wir jetzt über, okay. Dann werde ich das jetzt mal auf den Geraden einsetzen. Auch schon hier. Auch wenn das nur sehr kurz ist. Ah, die beiden kommen jetzt rein. Ja, die sind auch auf den härteren aktuell unterwegs. Und meine Reifen sind verdammt dreckig und Rosberg ist da vorne bestimmt noch auf dem Platz vor uns. Okay, und Kimi ist jetzt vor uns, aber der muss nochmal rein. Ja, aber meines Erachtens kommen wir auch so näher. Alonso ist 13 Sekunden jetzt hinter uns, nachdem er seinen Boxenstopp hatte. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Na, Kimi, kommst du jetzt rein? Upsa, ja. Aber ich glaube, Rosberg ist auf jeden Fall an uns vorbei. Da ist er, glaube ich, gerade. Da ist er. Oh oh. Und jetzt ist, glaube ich, auf den weicheren Reifen. Die ersten Kurven, das wären noch unsere Chancen, aber der ist schon ganz schön gut vor uns. Du läufst auf Verkehr auf. Sei vorsichtig. Aber vielleicht hilft uns ja die Überrundung oder vielleicht schadet sie uns sogar. Ja, lag ich auch richtig mit der Vermutung. Gut, er war jetzt auch wirklich sehr lange draußen. Das war das... Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch kurz vor der Kurve Platz macht. Ah, jetzt hat es uns ganz schön viel Zeit gekostet. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der nochmal Platz machen sollte. Ja, die KI unterschätzt. Aber jetzt müssen wir halt mal jagen. Ansonsten müssen wir uns... vielleicht mit einem zweiten Platz zufrieden geben. Aber er hat jetzt, wie gesagt, die schnelleren Reifen. Aber ich werde mich auf jeden Fall ranhängen, keine Frage. Wieder eine Überrundung, aber den sollte er jetzt ganz gut kassieren. Ja, wir sind ja mit die Spitze. Und haben hier gerade die Kurve nicht ganz so gut erwischt. 7 Runden sind es noch.
So, lässt du uns gut vorbei? Ja, das sollte klappen. Fast an gleicher Stelle wie in einer Runde zuvor. Er hat, glaube ich, schon 3,8 Sekunden, schätze ich mal, Vorsprung, der Rosberg. 4,1 fast. Ja, hätte ich gar nicht ausrechnen brauchen oder ablesen müssen. Das hat er mir jetzt mal angesagt. Der gute Marc. Aktuell stehen keine Überrundungen an. Jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir hier ganz gut mithalten. Aber ich bin da wirklich eher skeptisch, weil er die weicheren Reifen drauf hat. Ich hätte jetzt mal wieder Benzin verbraten können, aber habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht oder eher zu spät. Ja, Rosberg hat jetzt auch die schnellste Rennrunde. War ja klar, dass die jetzt mal kommen muss. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Toll. Die volle Drehzahl, maximale Leistung. Das dann auch noch. Absolute Bestzeit jetzt mal. Na. Alonso hat 11 Sekunden Rückstand. Aber ich glaube, der hat jetzt auch die weicheren Reifen drauf. Ja, ich glaube, den ersten Platz müssen wir aufgeben und einfach zusehen, dass wir uns die Reifen nicht zu sehr zerfahren. Und ich sag mir, hey, ein zweiter Platz von McLaren im ersten Rennen ist wirklich schon sehr gut. Auch wenn Lewis Hamilton jetzt nicht hier vorne mitfahren konnte, sind auch noch alle im Rennen. Aber das jetzt nochmal zu riskieren, gut, vielleicht macht er einen Fehler, deswegen sollte ich auf jeden Fall halbwegs dranbleiben, aber wirklich absolut am Limit pushen, das würde hier, glaube ich, nichts mehr bringen. Dafür fährt er jetzt eben die weichen Reifen. Hä? Der baut den Vorsprung aus. Und daher sollten wir uns vielleicht etwas zurücknehmen. Upsa. Habe ich Dreck an den Reifen oder warum rutscht der gerade so? Aber ich weiß ja nicht, Button wird da, glaube ich, auch mit den weicheren Reifen fahren. Dann müssen wir vielleicht in Sachen schnellste Rennrunde noch etwas nachlegen. Und das zweite Mal jetzt abgekürzt eine Verwarnung bekommen. Nicht, dass wir jetzt das zu oft machen und dann vielleicht noch eine Strafe bekommen. Ja, der haut da eine Runde nach der anderen raus, die seinen Vorsprung wachsen lässt. Warum ich auch eigentlich nicht mit dem fetten Gemisch eine ganze Runde fahre, ja in F1 2013 oder in den Vorgängern, hätte ich das noch gemacht, aber mit diesem Drehmoment, was wir hier haben in dieser Saison, da ist es wirklich sehr schwierig und da versaue ich mir, glaube ich, eher die Runde. Und so viel Erfahrung habe ich damit noch einfach noch nicht gesammelt, als dass ich da jetzt wirklich eine Runde, nochmal, jetzt passe ich da wirklich mal auf, dass ich da vielleicht eine Runde damit fahren kann auf fetten Gemisch. Vier Runden sind es noch. Der Computer meldet eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Okay, Sektor 2, da kommen wir jetzt gleich rein. Scheint aber soweit frei zu sein. Hier ist nichts mehr. Oder das ist eben da vorne. Aber der markiert uns auf der Karte ja immer den ganzen Sektor. Gelb. Ja, hier auf jeden Fall deutlich darauf geachtet, dass wir nicht noch abkürzen. Ich glaube, das Spiel hat keine Regel, dass der sagt, so, achtmal abkürzen heißt hier Strafe, sondern das geht auch immer mit der Geschwindigkeit, die man da abkürzt.
So war das zumindest meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Ja, die Reifen bauen noch gerade wieder ab, ich merke es schon. Auch wenn das jetzt noch nicht so schlimm ausschaut, aber es fährt sich schon deutlich anders. Und dann muss ich mich noch gerade etwas anpassen. Jetzt bleiben auch die Hinterreifen stehen. Dabei haben wir schon die Bremsbalance ganz nach vorne gesetzt. Oh ja. Du hast eine Spritreserve und kannst mehr Sprit verbrauchen, um bei Bedarf schneller zu sein. Ja, aber das magere Gemisch hilft mir einfach, die Hinterreifen besser zu kontrollieren. Eine kleine indirekte Fahrhilfe, wenn man das so möchte. Da wollte mir wieder irgendein Hinterreifen stehen bleiben. Hat man auch, glaube ich, gehört, als es irgendwo hinten gequietscht hat. ...7,4 Sekunden haben wir auf Alonso Vorsprung. Da vorne wartet mal wieder eine Überrundung auf uns und immer noch sind alle im Rennen, alle 22 Teilnehmer. Du lässt gegenüber Alonso rund eine Sekunde pro Runde liegen. Oh ja, vor allen Dingen im letzten Sektor gerade. Aber immerhin ist das schon die vorletzte Rennrunde. Wieder auf der Wiese angebremst, aber diesmal nicht so schlimm wie vor ein paar Runden. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 6 Sekunden. An dieser Stelle hier war das. Ja, also mit den härteren Rennreifen auf jeder Strecke habe ich dann doch eher meine Probleme. Wieder in die Wiese. 5,3 Sekunden. Oh, aber in der letzten Runde sollte das noch klar gehen. Da sehen wir ihn schon auf der Karte. Nochmal etwas Sprit verbrennen in der letzten Runde. Oh, die Reifen, ja. Jetzt merkt man es wieder. Ja, ist gut, dass das Rennen gleich vorbei ist. Aber das sieht nach unserem ersten Podestplatz aus. Oh, der kommt jetzt richtig nah ran. Jetzt nicht noch eine Strafe kassieren, das habe ich mir auch gerade gedacht bei dieser Kurve. Der Poller muss auch nochmal weg in der letzten Runde. Oh, da habe ich komplett den Bremspunkt verpasst. Eieiei. Oh, Schreckmoment. War ich selbst überrascht.
Alonso ist jetzt dran. Wir haben dreckige Reifen, also jetzt nochmal richtig aufpassen. Oh! Also das musste jetzt echt nicht noch sein. Also da habe ich da wirklich nochmal drauf angelegt. Oh, aber ein zweiter Platz. Der erste Platz war ausgegeben, aber unser erster Podestplatz. Ja! Mann! Was war denn da am Ende? Oder am Anfang des dritten Sektors nochmal los? Mann! Herausragendes Rennen! Einfach fantastisch! 18 Punkte! Ja, 18 Punkte sind wirklich fantastisch für den Saisonstart. Lewis Hamilton hat es dann auch bis auf Platz 12 nach vorne geschafft, hinter Jenson Button. 14 Sekunden hatte er Rückstand und ja, Rosberg hat ja nochmal ordentlich Dampf gegeben. Puh. Also die ersten drei Plätze sind wie die aus der Startaufstellung. Wir sind alle drei, so wie wir gestartet sind, auch ins Ziel gekommen. Massa hat dann vier Plätze gewonnen. Daniel Ricciardo, der ist geblieben, genauso wie Kimi. Vettel hat vier verloren, Bottas ein gewonnen, dann Hülkenberg geblieben, genauso wie Button. Ja, keine großen Veränderungen in der Top 10. Kann man so sagen. Schnellste Rennrunde 1:30.6 und Button 1:31.4. Das ist schon mal ein ordentlicher Unterschied. Perez, unser ehemaliger Wagen, auf Platz 12. Nico hat eben Punkte geholt für Force India. Sutil auf Platz 14 und Gutierrez auf Platz 16. Und hinten? Jules Bianchi war letzter. Okay. Wie sieht das mit den Stops aus? Ja, alle zwei war mir soweit klar. Weich Alonso, Massa mit den härteren und dann Daniel Ricciardo auch mit den härteren. Alle hatten zwei Stops. Daniel Ricciardo hatte, genauso wie Massa die härteren, 1:32.2 ist er am schnellsten gefahren. Ja, das zeigt es dann nochmal deutlich. Ja, diese Fahrerwertung brauchen wir uns jetzt nicht weiter anschauen, weil das ist genau die Platzierung wie im ersten Rennen, logisch halt. Aber die Teamwertung ist interessant. Scuderia Ferrari hat uns auch noch überholt. Die Ferraris, die eben mit Kimi und Alonso in den Punkten. Wir haben 19 geholt, Button eben einen Punkt. Damit sind wir 3 Punkte vor Red Bull und vor Williams. Force India 2 und Sauber, unser ehemaliges Team, liegt aktuell hinter Toro Rosso. Unsere erste Podestplatzierung, das klingt doch wunderbar und schaut hier im Parc Fermé auch gut aus. Ein schönes Rennen, wie ich finde, ein guter Auftakt für McLaren Mercedes. Wir sind auf Platz 2 vorgefahren, wir konnten sogar vor dem ersten Boxenstopp und nach dem ersten Boxenstopp ganz gut mithalten. Allerdings, als wir die harten aufgezogen haben, lief es nicht mehr so gut. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, auch wenn ich ein paar Ausritte hatte. Aber es hat ja für Platz 2 gereicht und der letzte am Ende in der letzten Runde kurz vor Schluss. Das war nochmal richtig eng. Aber mal schauen, wie es in Sepang laufen wird. Dann wird Lewis Hamilton vielleicht auch wieder mit vorne dabei sein. Und vielleicht werde ich mal den Schwierigkeitsgrad anpassen, sofern wir hier weiter so weit vorne bei Mercedes mitfahren. Das werde ich aber so nach 4-5 Rennen mal entscheiden. Dann schauen wir einfach mal, wie und wo wir dastehen. Wie gesagt, in Malaysia das nächste Rennen und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.